Servus zu Let's Play World of Tanks und Servus zu dem Weg zum AMX 40. Jo, wir fahren für den AMX 40, jetzt kriege ich es noch raus, mit den Franzosen. Warum ich diesen Weg fahre? Das ist eigentlich ganz einfach gesagt. Ich habe vom Kollegen einen Skin bekommen für den AMX 40. Hallo, Tastatur. Okay, was war das jetzt? Das ist einfach mal von alleine weitergefahren. Alles klar. So wünscht man sich das natürlich. So. Genau, ich habe von einem Kollegen einen Skin bekommen. Für den AMX 40 und den möchte ich natürlich euch nicht vorenthalten. Na klar, jetzt schießt er weiter unten wieder. Ist einer von uns, ach, das ist der Deutsche. Und um den Skin überhaupt nutzen zu können, ist der wirklich nur für den AMX 40, für sonst nichts. Und deswegen erfahren wir den jetzt. Und ich merke, ich bin wirklich komplett aus der Übung. Ich spiele zwar mittlerweile mit den anderen immer wieder eine Runde, aber halt auch nicht die besten Spiele für mich. Ja, und schon bin ich tot. Das ist doch ein super Einstieg. Also, es ist wirklich noch so geplant, damit ich mit den anderen beiden dann so eine Art Bootcamp halt dann eröffne hier als Let's Play. Aber ich möchte erstmal mit euch den AMX 40 erfahren und dann schauen wir mal, was wir in dem Bootcamp beim den anderen beiden so lernen. Oder lernen können alles. Schauen wir mal weiter. Und ja, vielleicht ist da wirklich was Hilfreiches noch mit dabei. Also, wir werden auf jeden Fall einiges lernen. Wir haben da einen dabei, also der Mike. Der spielt, der hat schon mehr Gefechte, der hat so ein paar tausend. Und unser Lehrer, ist die dritte Person, der hat schon viel mehr. Und der kann uns wahrscheinlich einiges mehr beibringen. Der hat mit mir, also der hat glaube ich einen Monat vor mir den Account erstellt. Und hat halt durchgehend gespielt. Ich habe einen Monat nach ihm meinen allerersten Account erstellt, habe da ein Jahr gespielt oder was, auch nicht regelmäßig. Dann zwei Pause, dann kam dieser Account hier für den Kanal. Bis ich gespielt habe, wieder Pause, wegen Uni und so weiter. Und jetzt habe ich wieder angefangen. Naja, okay, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder in der nächsten Runde. Weil das ist jetzt dann eh vorbei. Sollen wir eigentlich brauchen wir gerade mal viel wegschalten, oder? Das ist jetzt dann eh gleich rum. 13 zu 2, nur 2 Stück. Keine Ahnung, was der hier macht. Der steht hier noch oben und unsere Basis wird gerade eingenommen. Kann das sein, damit der AFK ist? Ja, der scheint AFK zu sein. Okay, gut. Habe ich noch gut rausgeredet. Also man muss echt sagen, die ersten, die Runden von Tier 1 Panzern, die gehen echt schnell rum. Aber das gehört auch mit dazu. Wir fahren jetzt in diesem Video nur den Tier 1. Sonst mal noch gar keinen. 11 Punkte, blöd gelaufen. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal ins nächste Gefecht. Bis gleich. So, und schon sind wir im nächsten Gefecht mit unserem kleinen Franzosen. Wo fahren wir entlang? Wir fahren links entlang. Genau, wir fahren links entlang. Im letzten Gefecht, also erst einmal verloren. Das zweite, wo kam, habe ich im Schnelldurchlauf durchlaufen lassen. Mal schauen, ob ich ein bisschen Musik runtergelegt habe. Keine Ahnung. Es war überhaupt nicht spannend. Ich habe keinen einzigen Panzer, keinen gegnerischen Panzer gesehen. Und gut, wir haben jetzt die bessere Kanone freigeschalten. Wir haben den einen Panzer, was ich wollte, schon freigeschalten. Ich will dennoch jetzt euch mal einen Sieg zeigen. Ich war mal erst überlegen, ob ich da hinten rumfahre. Aber mit der Geschwindigkeit von diesem Panzer fahre ich doch lieber geradeaus. 20 km/h sind nicht viel. Überhaupt nicht viel.
Du kannst den Motor auch bei diesem Panzer nicht ausbauen, nur die Kanone. Aber ja, gut. Und dann fahren wir einfach mal los. Seit einem Sieg möchte ich euch zeigen, wo ich zumindest ein bisschen noch Gefecht habe. Ein bisschen länger überleben, ein bisschen Gefecht auch noch und. Kommt der von rechts angefahren oder? Ne, der ist da rechts oben. Die Besatzung, was ich habe, ist auch nicht die beste, die sind. Also das sind alles 50% Leute, die kostenlosen. Wenn die ein Ticken besser ausbildet wären, wäre es vielleicht auch einfacher als anvisieren. Nachladen und. Aber gut. Dieser Einzelpanzer, da brauchen wir jetzt nicht die Mods mäßig große Mannschaft. Auch gut ausgebildete Mannschaft, wenn wir so. Ups. Die fahren wirklich alle außen rum. In höheren Gefechten kommen die alle hier reingestürmt. Okay. Ja. Von wo? Ich sehe da keinen. Wir sind gleich weg. Der Motor ist im Eimer. Und wir sind gleich tot. Das war knapp. Wir haben kaum noch Leben. Ich habe keinen gesehen. Und unser Motor ist fast schon zerstört. Muss ich schon fast sagen. Okay, die kam auf jeden Fall von da drüben. Wenn wir jetzt uns hier ganz intelligent hinschauen, da vorne, könnten wir vielleicht einen erwischen. Kann das sein, der uns angeschossen hat? Oh! Man sollte vielleicht mal auf seine Munition achten, was man hat. Ich habe jetzt Einzelschuss. Ist ja nicht so mein Favorit, aber ist in Ordnung. Wäre der Motor halt ein bisschen schneller. Nee, wäre der ganze Panzer ein bisschen schneller. Wäre das um einiges angenehmer. Ein deutscher Leichttraktor 1. Oder Leichttraktor noch. Der ist, glaube ich, um einiges schneller als wir. Wir werden jetzt einfach mal in die Feindbasis fahren. Und die Gegner ein bisschen triggern, indem wir einfach mal Punkte einsammeln. Und dann wieder rausfahren. Ob das klug ist? Keine Ahnung. Ja, also da hinten wäre Gegner gewesen. Schaden abgewehrt vom Leichttraktor. Also hier irgendwo ist Leichttraktor, der uns immer wieder anvisiert und anschießt. Das ist der da. Ey, wir haben ein bisschen Schaden gemacht. Ist doch wenig etwas. Können wir da nochmal von der Ferne ein? Wir haben jetzt halt für die Ferne die schlechteste Kanone überhaupt dabei. Aber gut. Es sind nur drei Stück. Eine links. Zwei links wahrscheinlich, eine rechts. Ne. Zwei rechts. Ui, es geht bergunter. Ja, wir beschleunigen, wir beschleunigen. Okay, das war's schon da. Mit der Beschleunigung. Wo ist dieser Panzer? Ich kann ihn nicht anvisieren. Der ist in einem Berg. Wir sind fast kaputt. Fast zerstört. Da vorne sind 4 TP. Oder? Ja, 4 TP. Alle sind schneller als wir. Wieso ruft der jetzt schon wieder SOS? Wieso? Er ist nicht mehr irgendwo. Er sieht doch auf der Karte. Es sind lauter Leute um sich. Und ruft jetzt SOS. Hat der so viel Angst oder was? Ich fahre hier mit 43 Leben rum. Mit 11 Sachen.
bin jetzt zu Fuß schneller. Guckt mal, da hinten ist die Leiche. Hier. Da auf dem. Der Panzer ist nicht schön zu fahren. Nein, nein. Ey, aber wir haben auf ihn geschossen. Wir haben Schaden produziert. Naja, also dann. Sieht man sich vielleicht im nächsten Gefecht. Ja, eins machen wir noch. Also, bis gleich.